Tja, und jetzt haben wir schon unser nächstes Thema, ein Thema, das uns vielleicht auch etwas zum Nachdenken bringt. Rückblende ist angesagt. Fragen nach Gladbeck stellt Gerold Bischoff. Und wenn unsere Leitung nach Hamburg funktionieren sollte oder funktioniert, dann werde ich jetzt gleich Gerold Bischoff begrüßen können. Ich warte noch auf das Zeichen. Ist die Verbindung zustande? Ist sie möglich jetzt? Gut. Am Telefon begrüße ich jetzt ganz herzlich Herrn Gerold Bischoff aus Hamburg. Sie sind ein Verwandter der ermordeten Geisel Silke Bischoff und vertreten jetzt als Anwalt die Familien Bischoff und der Georgie, deren Sohn ebenfalls ermordet worden ist. Sie haben am Samstag, zwei Tage nach dem blutigen Ausgang, dem Schock des Geiseldramas schwere Vorwürfe erhoben und kündigten eine strafrechtliche Verfolgung der für den Verlauf des Geiseldramas zuständigen Personen an. Gegen wen richtet sich diese angekündigte Maßnahme und welche Schritte haben Sie vielmehr auch schon eingeleitet, in die Wege geleitet, Herr Bischoff? Ja, Herr Wellington, ich muss Ihnen zunächst sagen, ich kann Sie also ganz schlecht verstehen. Ich habe Ihre Frage jetzt verstanden, aber ich möchte Sie doch bitten, dass Sie irgendwie dafür sorgen, dass das hier deutlicher ankommt, weil wir uns kaum miteinander reden können. Gut, wir werden das machen. Ist das jetzt besser? Hallo? Ist es besser jetzt? Nein, überhaupt nicht. Ist es jetzt besser? Nicht besser, also es ist eben ganz schlecht geworden. Immer noch nicht besser? Ich habe die Frage verstanden, ich kann die beantworten. Ja, bitte. Wir haben Strafanzeige erhoben. Ja. Und zwar haben wir einmal Strafanzeige erhoben wegen der Tötung des Emanuele De Giorgi und dann wegen der Tötung der Silke Bischoff. Die Strafanzeigen richten sich natürlich zum einen gegen die Verantwortlichen in Bremen, zum anderen gegen die Verantwortlichen in Köln. Ja. Diese Strafanzeigen sind angesiedelt dort, wo man eine strafrechtlich relevante persönliche Beteiligung, das heißt also eine individuelle Schuld, festmachen kann. Und wir gehen davon aus, dass das der Fall gewesen ist bei den Herren, die die Einsatzbefehle gegeben haben, beziehungsweise die im Fall Emanuele De Giorgi, also in dem Fall also jetzt auf der Raschede Grundbergsee, nicht dafür gesorgt haben, dass ein Krankenwagen zur Stelle ist, beziehungsweise diese fahrlässige Festnahme der Frau Löblich veranlasst haben. Das sind vorerst, so ganz grob beschrieben, unsere Maßnahmen. Was sind Ihre weiteren Vorwürfe? Wo? Hallo? Ja, Moment bitte. Jetzt haben wir. Verstehen Sie jetzt besser? Hallo, ich kann Sie nicht verstehen. Moment bitte. Ja, also Sie können uns nicht gut verstehen. Gut, dann liegt es irgendwie an der Leitung. Dann stelle ich Ihnen jetzt die... Ja gut, also wir haben ein kleines Problem an unsere Hörer mit der Technik. Das werden wir jetzt ganz einfach... Ich stelle jetzt mal die zweite Frage. Was sind Ihre genauen Vorwürfe? Wo, wann und wer hat nach Ihrer Auffassung grob fahrlässig gehandelt, versagt oder sich mitschuldig am Tod unschuldiger Menschen gemacht? Zunächst erstmal unterscheiden zwischen dem Unrecht, das die Geiselgangster begangen haben, und dem Unrecht, was sonst zu finden ist in dem ganzen Geschehen. Diese Unterscheidung treffen wir ganz grundsätzlich und sie findet sich auch wieder einmal in dem Vorwurf des Mordes bzw. der Beteiligung daran, soweit es also die drei Geiselgangster betrifft. Und auf der anderen Seite in dem Vorwurf mindestens der bewusst fahrlässigen Tötung, und zwar in beiden Fällen, zum einmal soweit es hier zur Tötung von Emanuele De Giorgi gekommen ist, zum anderen eben soweit es um den Tod von Silke geht. Ja, und also die Fahrlässigkeitsvorwürfe will ich mal so umreißen. Es ist meines Erachtens grob fahrlässig, wenn angesichts der extremen Gefährlichkeit der Geiselgangster keine Vorsorgemaßnahmen getroffen werden für den Fall einer Schießerei. Wenn also die Polizei bzw. die Einsatzleitung der Polizei es unterlässt, Krankenfahrzeuge bereitzustellen oder sagen wir mal noch besser Rettungshubschrauber, das wäre ja eigentlich das noch bessere Mittel gewesen. Und dahin richtet sich also zum einen der Vorwurf, soweit er jetzt also strafrechtliche Relevanz hat und die Tötung von Emanuele De Giorgi betrifft. Was es um den Tod von Silke Bischoff geht, ist in meinen Augen der Einsatzbefehl,
gerichtet darauf, jetzt also anzugreifen und die Täter zu fassen. Ganz klar rechtswidrig gewesen. Also da für mich gibt es da überhaupt gar keinen Zweifel, dass die Gefährlichkeit der Täter hinlänglich bekannt war. Und ich meine, dass die Polizei hier auch ganz bewusst das Risiko in Kauf genommen hat, dass eine der Geiseln erschossen werden könnte. Ich möchte da ein Zitat zitieren des Polizeipräsidenten von Köln, Herrn Hosse, der gesagt hat, wir haben diese Gefahr hinnehmen müssen angesichts der drohenden Gefahren. Wir konnten die Situation nicht mehr beherrschen. Das sind Sätze meines Erachtens, die belegen, dass die Polizei hier ganz klar in Kauf genommen hat, dass eine Geisel getötet wird. Und es ist deshalb meines Erachtens ein rechtswidriges und strafbares Verhalten der Polizei gegeben, weil andere schwerere, drohende Gefahren, von denen Herr Hosse ja hier gesprochen hat, als zum Beispiel die Tötung einer Geisel in dem Moment des Angriffs nicht gegeben waren und darüber hinaus meines Erachtens die Polizei die Situation ja schon lange nicht mehr beherrschen konnte. Ja, Herr Bischof, Sie sollen Informationen haben, wonach es in Bremen mehrfache Möglichkeiten eines polizeilichen Eingriffes bestanden haben soll. Können Sie uns das bitte näher erläutern? Das ist richtig. Diese Möglichkeiten hat es nicht nur in Bremen gegeben, sondern diese Möglichkeiten hat es auf dem ganzen Weg der Geiselnahme gegeben, und zwar schon zu Beginn in Gladbeck und auf den Raststationen zwischendurch. Ich kann nicht sagen, dass etwa die Maßnahme der Polizei, die Gangster laufen zu lassen mit den Geiseln, verkehrt gewesen sei. Man kann aus der Presse entnehmen, dass die Gangster schon sehr frühzeitig eine unglaubliche Brutalität den Geiseln gegenüber gezeigt haben, sodass offensichtlich klar war, dass das Leben von Geiseln von vornherein in Gefahr war. Aber ich denke, wenn man solche Gangster an die lange Leine nimmt, dann sollte man nicht darauf hoffen, dass die Geiseln irgendwann entlassen werden, um dann zuzuschlagen, sondern man sollte schon vorher versuchen, die ganze Gangster dingfest zu machen. Und da ist sicher auch allen bekannt, die Situation zum Beispiel in Bremen, als der Rösner mit der Löblich über eine Stunde einkaufen gewesen ist. Da zum Beispiel hätte sich eine hervorragende Möglichkeit geboten, die drei Gangster ohne sie zu töten und ohne jetzt wirklich das Leben der Geiseln zu gefährden, festzunehmen. Ganz anders ist es ja letztlich gewesen, als dann auf das fahrende Fahrzeug angegriffen wurde. Das ist ja eine Situation, die man eigentlich gar nicht richtig kontrollieren kann. Darin liegt ja auch ein Fahrlässigkeitsvorwurf, den wir erheben. Aber diese kontrollierbare oder jedenfalls relativ kontrollierbare Zugriffsmöglichkeit hat eindeutig bestanden in Bremen. Und zwar auch noch nach Kaperung des Busses. Auch da meines Erachtens haben reichlich Möglichkeiten bestanden. Ich habe mit mehreren Journalisten gesprochen, die sich am und im Bus befunden haben. Und die hatten also keinerlei Zweifel, dass geschulte Einzelkämpfer zum Beispiel der Polizei, verkleidet als Journalisten, als Fotoreporter, dort ohne weiteres in einem positiven und glücklichen Sinne für alle Geiseln hätten tätig werden können. Und das wäre möglicherweise auch noch zu einem frühen Zeitpunkt an der Raststätte Grundbergsee möglich gewesen. Jedenfalls dann, wenn dort nicht diese völlig dilettantische Festnahme der Löblich geschehen wäre. Und möglicherweise auch noch in Köln, denn da war die Polizei auch direkt am Fahrzeug. Dazu muss ich aber sagen, dass mir da eben auch aus der Presse bekannt geworden ist, dass dort auch Pressevertreter die Gangster gewarnt haben sollen vor der Polizei, vor einzelnen Polizeibeamten, die am Fahrzeug waren. Das finde ich sehr bedauerlich. Wie hat sich denn die Polizei gegenüber den betroffenen Familien vor und nach der Tötung der Kinder verhalten? Wurden sie ausreichend informiert? Die Informationen, ja, also man hat wohl zunächst gezögert, den Tod der Kinder mitzuteilen. Warum das im Einzelnen geschehen ist, ob das noch im Aufklärungsinteresse erfolgt ist oder ob man da erstmal so einen gewissen Stand erreichen wollte, von dem man aus die Öffentlichkeit informiert, insbesondere also auch die Familien,
Das vermag ich nicht nachzuvollziehen. Jedenfalls hat es da Situationen gegeben, gerade auch gegenüber Mitgliedern der Familie De Giorgi, die mich schon zweifeln lassen. Da ist zum Beispiel, also da war der Junge längst tot. Da sind also noch Verwandte zur Identifizierung der Insassen des Busses aufgefordert worden, nach dem Motto, wir wollen einfach mal wissen, wer da alles gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob da man nicht schon eher hätte aufklären können. Nachher ist die Information zunächst gegenüber den dann betroffenen Familienangehörigen, so seitens der Staatsanwaltschaft im Rahmen deren Möglichkeiten erfolgt. Ich weiß nicht, ob das bis heute durchgehalten worden ist. Ich habe daran schon Zweifel. Ich meine, dass auch die Öffentlichkeit mittlerweile ein Recht hat zu erfahren, wie es denn nun wirklich gewesen ist mit dem Hergang. Und auch jetzt die Einzelheiten zu erfahren über zum Beispiel die Waffe und über das Projektil. Da ist man ja nur auf Mutmaßungen angewiesen. Und dazu kann ich zum Beispiel sagen, dass da auch bewusst im Sinne einer vor- und täuschenden Information der Öffentlichkeit vorgegangen worden ist, wenn Sie zum Beispiel berücksichtigen, dass ein Sachverständiger noch an Ort und Stelle auf der Autobahn bei Bad Honnef erklärt hat, die Tötung der Silke sei zu 99% aus der Waffe von Degowski erfolgt. Das ist, nachdem wir jetzt also so lange auf das Ergebnis warten müssen, was dem jetzt zugrunde liegt, meines Erachtens eine doch sehr fahrlässige Äußerung eines Sachverständigen. Ich kann die nicht nachvollziehen. Und ich denke, es wäre notwendig gewesen, dann auch rasch aufzuklären. Innenminister Herbert Schnorr und Innensenator... Ich kann Sie nicht verstehen. Der Innenminister Herbert Schnorr und Innensenator Bernd Mayer kündigten Konsequenzen an. Hat sich nach Ihrer Auffassung da inzwischen etwas getan? Meines Erachtens nicht. Es ist sehr viel geredet worden. Und es ist erkennbar, dass die anfänglichen unkontrollierten Äußerungen seitens der Polizei und auch seitens der Politiker nun in eine vertretbare Richtung gebracht werden sollen. Und möglicherweise ist es auch zu früh, jetzt an Konsequenzen zu denken. Aber ich denke, es wäre ganz wichtig gewesen, dem Herangehen an das Problem Geiselnahme und dem Umgang mit Geiseln sich wirklich zu öffnen. Und da habe ich größte Bedenken, ob dieses strikte Verhalten, das ich gar nicht beurteilen möchte, wir haben keine politischen Ambitionen, sondern wir möchten eine Bestrafung der Verantwortlichen. Dass aber dieses strikte Verhalten der Aufklärung über das Problem Verhalten gegenüber Geiselgangstern im Wege steht. Meines Erachtens ist erforderlich, dass wirklich eine breite Diskussion darüber einsetzt und eine Bewusstseinsbildung, dass man mit Geiselnehmern so umgeht, wie es das Gesetz auch ganz klar fordert und wie die Polizei anfangs auch gehandelt hat, dass die Geiseln auf sicher am Leben bleiben. Dazu gehört auch die Bewusstseinsbildung darüber, dass es der Polizei meines Erachtens nicht erlaubt ist, in einem nicht mehr kontrollierbaren Moment und einem, meines Erachtens also Hauruck-Verfahren, man sagt dazu auch Rambo-Methode oder Wildweststück, jetzt auf die Gangster zuzugreifen. Da werden ganz klare Prioritäten verletzt, nämlich die gesetzlich vorgeschriebenen, das Leben von Geiseln zu retten. Danach kommt dann meines Erachtens das Verfolgungsinteresse und danach kommt erst das Interesse der Polizei, Handlungsfähigkeit und Stärke zu beweisen. Das ist hier aber genau andersrum gewesen, meines Erachtens. Hier hat die Polizei durch ihre Aktion versucht, Handlungsfähigkeit und Stärke zu beweisen in erster Linie. Danach hat sie versucht, das Festsetzungsinteresse gegenüber den Tätern zu realisieren und erst zum Schluss hat sie die extreme Gefährlichkeit der Täter für die Geiseln in Betracht gezogen. Und so etwas darf nicht gebilligt werden. Und hierüber muss nachgedacht werden und daraus müssen Konsequenzen für die Zukunft gezogen werden.
Haben Sie den Eindruck, dass Informationen zurückgehalten werden, beziehungsweise die Gefahr einer Verschleppung oder Verdunklung einzelner Vorfälle besteht? Den Eindruck habe ich ganz klar, wobei ich nicht genau weiß, ob der nun begründet ist. Nach meinen Informationen soll der Polizeisprecher in Bremen zum Beispiel fehlinformiert gewesen sein über die Äußerung, die er selber abgegeben hat, dass Frau Löblich da also die Polizeibeamten angegriffen habe und diese in Notwehr gehandelt hätten. Demgegenüber belegt aber ja nun eindeutig dieses Tonband, was da veröffentlicht worden ist, dass es anders gewesen ist, nämlich dass die Polizeibeamten, die Beamten des Sondereinsatzkommandos ganz gezielt zugegriffen haben und die Löblich also ganz gezielt auch außer Gefecht gesetzt haben. Ich denke, das ist so ein Beispiel. Ich habe dann noch ein weiteres Beispiel über Täuschung oder Fehlinformation, zum Beispiel was jetzt das Vorgehen der Polizei angeht, direkt auf der Autobahn bei Bad Honnef. Sie wissen aus den Fernsehberichten, dass da Filme beschlagnahmt worden sind, dass Filmen untersagt worden ist, damit die Polizeitaktik nicht bekannt werde. Und dann ist hier sicher auch auf der Strecke geblieben, dass zunächst in die Luft geschossen worden ist, über das Fahrzeug der Geiselgangster hinweg. Und da gibt es sicher noch eine Menge Einzelheiten, die hier eine Rolle spielen. Und da wird man noch sehr viel aufklären müssen. Da haben wir als diejenigen, die die Strafanzeige erstattet haben, auch ein ganz großes Informationsbedürfnis, abgesehen davon, dass es sicher auch das legitime Interesse der Öffentlichkeit ist, hier noch weiter nachzubohren. Was sind Ihre Forderungen nach Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Geiseldrama und rechnen Sie mit Erfolgen? Die Konsequenzen, die wir fordern, das sind diejenigen, die in allen Fällen fahrlässiger Tötung anstehen, nämlich die Bestrafung der Verantwortlichen. Das heißt, derjenigen, die hier rechtswidrige Einsatzbefehle gegeben haben und das polizeilich gebotene Verhalten unterlassen haben. Das ist das, was wir in aller erster Linie verlangen. Das ist das Interesse der Familie als ein natürliches, menschliches Interesse. Darüber hinaus hegen wir keine politischen Ambitionen. Also wir bestreben jetzt also nicht irgendwie einen Rücktritt. Das ist eine Diskussion, an der wir uns nicht beteiligen wollen. Und im Übrigen, denke ich, habe ich Ihnen ja eben schon gesagt, dass meines Erachtens hier wirklich auch in der Polizei verankert werden muss, ein klares Bewusstsein darüber, wie man mit den Geiselgangstern umgeht. In allererster Linie, das ist auch ein ganz großes Versäumnis der Polizei auch, dass man mit den Gangstern redet, dass man den Kontakt aufnimmt. Und ich habe eine große Anzahl von Informationen, dass die Polizei gerade dieses unterlassen hat. Im Gegensatz zur Polizei in Holland, die möglicherweise da auch anders rangegangen ist, von einem anderen Standpunkt aus, aber jedenfalls in Holland ist verhandelt worden und da sind ja auch sehr viele Geiseln freigelassen worden. Und hier hat man eben das Verhandeln den einigen Mitarbeitern der Presse überlassen und da hat man dann mit Sicherheit Verhandlungspartner oder Verhandlungsmittler, die dazu eigentlich gar nicht in der Lage sind, die das Wissen nicht haben, wie man solch eine Verhandlung aufbaut und sie dann letztlich so führt, dass sich Anknüpfungspunkte bilden, etwa für einen Polizeieinsatz oder für eine Aufgabe seitens der Gangster. Das war sicher sehr schwierig bei diesen Tätern, weil das außergewöhnlich für meine Begriffe eingegrenzte, auch so psychisch und von ihrer Person her eingegrenzte Leute sind, die sich dann auch mit jedem Interview, was sie gegeben haben, umso mehr festgelegt haben auf ihr späteres Verhalten. Das heißt auch auf Erschießen von Geiseln. Aber man darf natürlich als Polizei solche Versuche nicht unterlassen, sondern im Gegenteil, man muss da ganz gezielt und immer wieder herangehen. Und das, denke ich, ist etwas, was einfach stattfinden muss bei der Polizei. Das muss sie lernen und das muss sie anwenden können. Herr Bischof, herzlichen Dank für dieses Gespräch nach Hamburg.
Das war also unser Gespräch nach Hamburg. Die Leitung hat ja dann am Anfang zwar ein paar Störungen gehabt, aber dann ist sie ja doch noch gut geworden. Und wir haben etliche Informationen im Nachhinein zum Geißeldrama erfahren, Rückblende, Fragen und Konsequenzen gestellt von Gerold Bischoff. Und ich denke, das ist für uns ein Anhaltspunkt, selbst mal über die ganze Sache nachzudenken.